In Mittelgriechenland haben die Waldbrände das Munitionsdepot eines Militärstützpunkts erreicht. Die BewohnerInnen umliegender Orte wurden durch Explosionen aufgeschreckt, Glasscheiben zersprangen. Verletzte wurden nicht gemeldet. Auf dem Militärgelände wurde das gesamte Personal rechtzeitig evakuiert, ebenso die F-16 Kampfjets, die auf einen anderen Stützpunkt verlegt wurden. Gleichzeitig genießen Touristen auf der Insel Rhodos immer noch die Sonne und das Meer in der Nähe verkohlter Bäume. Viele Ausländer zögern, die Insel zu verlassen, ebenso wie die Einheimischen, die völlig von den Einnahmen aus dem Tourismusgeschäft abhängig sind. Für sie könnte die vollständige Evakuierung eine weitere Katastrophe bedeuten. You can open. What are you going to open to locals? They don't go to dinner every day. No one goes to dinner every day. You save. You work hard in the summertime. We work very hard. We work 14 hours a day, even more. Mittlerweile sind die Feuer in allen betroffenen Regionen Griechenlands unter Kontrolle gebracht worden, berichtet der griechische Rundfunk am Freitagmorgen unter Berufung auf den Zivildienst. Auch auf Rhodos. Die Brandgefahr ist aber nach mehreren Wochen Trockenheit weiterhin groß.